Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 2. Ich weiß gerade aus dem Kopf nicht, wie das mit den anderen Folgen ist, aber eventuell ist euer Bild jetzt ein bisschen dunkler und es hat sich einiges getan. Zum einen ist mir der Spielstand abgeschmiert, ich musste ein bisschen neu spielen. Zum anderen hat mein Brenner im Einverständnis mit meiner... haben mein Brenner und meine CD im Einverständnis gesagt... Wir wollen beide nicht mehr funktionieren, also mein CD, warum habe ich eine Schrotflinte? CD-Lesegerät. Ja, CD-Player. Ach egal, ihr wisst ja, was ich meine. Die haben auf jeden Fall kollektiv beschlossen, dass es einfach eine geile Idee wäre. Punkt, so. Das heißt, es ist wieder alles Englisch. Das habt ihr vielleicht gerade ganz kurz im Kontextmenü sehen können. Ich weiß nicht, was ich hier tue. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Das Einzige, was ich noch weiß, ist, dass wir letztes Mal das Bienenbild, ja, das wunderschöne Bienenbild von Hummeln in freier Wildbahn. Nein, dass wir das Bühnenbild hochgelassen und dann wieder runtergelassen haben. Bin mir aber noch nicht ganz sicher, ob mir das gefällt und was ich davon habe. Ha. Ah, jetzt sehe ich's. Ja, bin halt nicht so schnell. Bin ich gut. Rolle rückwärts, Anlauf, Hüpf. Okay. Das Ganze also nochmal bitte ohne Anlauf probieren. Das Thema hatten wir ja auch schon ein paar Mal. Ja, ich habe übrigens diesmal mit allen Geheimnissen durchgespielt bis zu diesem Zeitpunkt, weil ich hatte mir da Speedruns angeguckt zwischendrin mal. Und ich dachte mir, wenn ich jetzt sowieso neu spielen muss, ja, fick dich, dann kann ich das auch gleich mit Geheimnissen machen. So, ich habe heute schon 2 Stunden gespielt, wie gesagt, um wieder an diesen Punkt zu kommen. Demnach bin ich ein bisschen geübt. Ja, ihr seht es ja, Englisch und Spielstandzahl stimmt auch nicht mehr ganz. So, und hier unten war, glaube ich, ein richtiges Badass-Typchen. Nee, ich habe Angst. Ja, da ist er. Doppelschrotflinte. Ich weiß nicht, ob ich die hatte. Die habe ich in einem Level... Oh, egal, Moment. Die Uzis habe ich in dem Level mit der Bibliothek gefunden. Okay. Einen Schuss habe ich schon versaut. Das Problem ist, ich weiß, was hier gleich für eine Stelle kommt. Na komm! Ihr seht, der hält einiges aus. Was mich ein bisschen nervös macht, ist gerade der Typ, der nebenan rumläuft, den man durch die Wand hört. Was hat er da überhaupt? Schrotflinten, ne? Ja. Kranker Typ. So, was haben wir hier? Geheimnisse hatten wir ja schon alle in diesem Level. Wo kommst du her? Und warum hast du das getan? Ich bin da auch ein bisschen durch den Wind im Moment noch. Das merkt ihr wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht so recht, wo es hier lang geht. Und komme noch mit der Steuerung nicht ganz zurecht. Wir wollen, glaube ich, dahin. Das ist, glaube ich, eine riesige Metalltür. Oder ist das die Tür? Faszinierend. Müssen aber irgendeinen Grund muss doch haben, dass da alles noch schwingt und sonst was.
Müssen wir doch da hinten irgendwo noch hin, oder irre ich mich? Spiel, gib mir Instruktionen. Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Ah, ich sehe den Schalter. Okay. Hat sich geklärt, das System. Ich möchte da... Nein, ich gehe da einfach nicht drauf ein. So machen wir das. Ich gehe da einfach nicht drauf ein. Und wie geht's euch so? Ich meine, wir gehen ja hier jetzt zum ersten Mal lang und ich dachte, ich frage euch einfach mal. Ich weiß schon genau, warum wir da nicht lang können. Scheiß Spiel. Zack, zack. So. Und dann muss man irgendwie darüber. Speicherzeit. Ich habe noch keine Wetten übrigens von euch gesehen. Ich bin, naja, nicht enttäuscht, aber verwundert. Wow, der war gut. Wow, der war... Oh mein Gott, seht ihr das? Aber ich will es trotzdem versuchen. Denn ich bin der Meinung, hinter der Tür ist gleich das Level zu Ende. Und da kann man auch mit so gut wie keinem Leben mehr reingehen. Wenn da jetzt nicht mir noch was entgegenkommt. Aber dann lade ich halt einfach. Ja, da ist er. Gute Nacht. Pfiuk, hört man nur und dann war's durch. Ich hatte gerade so ein bisschen Herzklopfen. Okay, aber der Sprung scheint ja zu gehen. Mhm. Das ist auch so eine Aktion, die funktioniert nur einmal wahrscheinlich. Nee, funktioniert zweimal. Wenn man sich nicht doof anstellt, sogar gut. So. Haben wir nochmal die guten raus. Oh. Du mieser Wichser. Du mieser Wichser. Schleiß dich von hinten ran, ja? Oh, Mann. Ja, das ist das Ende vom Level. Seht ihr, wie schön die Stadt aussieht? Seht ihr das, wie schön die Stadt ist? Ja, ich sehe es auch nicht. Auf der Seite sieht es ganz nett aus, aber es sieht halt auch völlig kaputt und... Weiß nicht, so... Leveldesign an sich, wirklich top bei den Erstellern. Auch wenn ich das gerade komisch finde hier mit dem Propeller. Aber Umgebung. Mm-mm. Ist mir so aber noch nie aufgefallen, wie hässlich das ist. Ist wieder richtig schön laut. Ich hab's mal runtergedreht. Not quite the same now, is it? Someday you will get a speeding ticket for that tongue, Fabio. Hey, it's just a gut feeling that maybe you are wrong to look there. Is your belief so fragile? Relax. Breathe deep. The gut, Fabio, has no more direction than a simple through and out. When my father left when I was a boy, he confided to me that he was enlightened. There could be something greater than impulse. Die roten Augen sind creepy. Seraph. But he was just a disciple in this design. His death plotting a path to be sought by the one, his son. You understand? Have faith, Fabio, not Gatrod. We are searching the right place. I know it. I believe it, Marco. Good. Deadly. Hey, Ross, have you fixed that rail yet?
da wir in Venedig und im Opernhaus waren, macht der Akzent Sinn. Aber ich bin der Meinung, dass dieser italienische Akzent im Deutschen nicht ist. Und wenn ihr auch so ein Déjà-vu habt, zumindest so ein bisschen, von wegen, sie wird ausgenockt von den Bösen und so weiter, dann kommt euch das nicht nur zufällig so vor. Oh, Video. Ihr seht es wahrscheinlich wieder nicht, es ist wahrscheinlich schwarz. Das ist halt so eine Ölbohrstation, wo gerade das Flugzeug im Wasser landet und da reinfährt. Oh, es ist ja noch viel lauter. Leute. Ich habe keine Möglichkeit gefunden, das aufzunehmen oder irgendwo gefunden, von wo ich es reinschneiden könnte. Deswegen habt ihr das nicht. Warum ist meine Maus in der Mitte? Die soll da nicht sein. Ja, super, ne? Wie im ersten Teil und wie versprochen, gibt es das in jedem Tomb Raider. Ein Level, in dem man ohne Waffen startet. Komischerweise lassen sie uns unsere Medipacks, die Fackeln, genauso wie sämtliche Munition. Aber das sei mal ein anderes Thema. Den muss ich wegziehen, ne? Ja. Und ich glaube, hier im zweiten Teil war es eine der schlimmsten Aktionen, die man hier durchstehen musste ohne... Ja, ist das ohne Waffen. Wenn ich das richtig im Kopf habe. So, wir speichern. Das ist ein Zeitschloss. Ja, schlaues Mädchen. Genau. Da kommen jetzt zwei Typen uns entgegen. Beide bewaffnet und wir können nichts dagegen tun. Und können einfach nur weglaufen. Hier kommen wir nicht weiter. Das hatte ich anders in Erinnerung. Ist alles zu. Die haben aber schöne Maschinenpistolen, muss man sagen. Ja. Ja, genau. Hätten wir uns ins Becken flüchten sollen. Die Alarmanlage ist übrigens auch eine der nervigsten Geschichten in Tomb Raider. Oh ja, tatsächlich. Aha. Ich wollte mich nur mal umgucken. Da lächelt uns ein Geheimnis an. Das einzige, das ich kenne in diesem Level. Wenn da natürlich so eine riesige Turbine das Wasser umwälzt, dann... Ah, sollte man doch nicht. Okay. Ich wollte gerade das Spiel lächerlich machen. Jetzt habe ich nicht geguckt, wie das Level heißt. Ist ja auch egal. Ich hätte wirklich nicht damit gerechnet, dass das Spiel diese Strömung drin hat. Wow. Das war ja gerade mehr Schweben. Ja. Genau. Obwohl ich der Meinung bin, ich habe mich diesmal besser angestellt. Ja, wie dem auch sei. Noch einmal versuchen wir. So, und jetzt gib alles, Lara. So. Spring ins Wasser. Da wirst du keinen Blumentopf gewinnen. Dann musst du halt den Hebel ziehen. So, wie macht man das? Man schwimmt einen großen Bogen. Oh, kann man da rein? Kann man ins Boot? Nein, das ist zu. Man schwimmt einen großen Bogen um den Propeller herum.